Nachdem die Wall Street 5 Handelstage hintereinander im Plus geschlossen hat, ist die alte Sorglosigkeit wieder da und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte zum Ende der Woche. Ja, man sagt sich an der Wall Street, das war ja irgendwie dumm gelaufen, aber jetzt ist das Schlimmste vorbei. Wir haben die Tiefs gesehen, ob wir neue Allzeithoch sehen, das muss man nochmal gucken, aber die Sache ist jetzt ausgestanden, die Sache ist jetzt schick. Der Nasdaq zum Beispiel mit der größten 5-Tages-Rallye seit dem Jahr 2011. Der Nasdaq Future schon 10% über seinem Tief, das er in dieser Korrektur erreicht hatte. Aber ist das wirklich jetzt schon alles wieder in Ordnung? Da habe ich meine Zweifel. Ich hatte gestern ja im Marktgeflüster, und das will ich nur ganz kurz mal hier erwähnen, nochmal gezeigt, dass es ja 4 große Korrekturen gab seit der Finanzkrise oder seit dem Aufschwung der Märkte. Und bei allen 4 hat es mindestens 2 Monate gedauert, bis die ganze Geschichte wieder ausgestanden war. Das bedeutet, wir würden, wenn es so wäre, dass die Wall Street jetzt sozusagen ungehindert weiter nach oben läuft und die ganze Geschichte vergessen ist, dann hätten wir ein Muster, das es noch nie gab seit 10 Jahren, also seit der Finanzkrise. Und nun wäre das also sehr, sehr untypisch. Wenn etwas untypisch ist, heißt es nicht, dass es nicht passieren kann. Aber es ist eben relativ unwahrscheinlich, wenn es relativ untypisch ist. Und wir handeln an der Börse ja schlichtweg die bessere Wahrscheinlichkeit gegen die schlechtere Wahrscheinlichkeit. Und das ist der Grund, warum ich diesem Anstieg letztendlich misstraue, warum ich nicht denke, dass jetzt die ganzen Turbulenzen vorbei sind, sondern dass wir derzeit in Vorbereitung der zweiten Turbulenz sind oder weiterer Turbulenzen sind, dass dieser Anstieg, der noch durchaus weitergehen kann an den Märkten, an den Aktienmärkten genauer gesagt, dass der nur darauf wartet, bis die nächste Welle da nochmal nach unten kommt. Auffällig übrigens, dass der VIX, also die Vola, nicht mehr fällt. Wir hatten ein ähnliches Muster im Dezember, Januar, da sind die Aktienmärkte vor allem im Januar sehr stark gestiegen, aber die Volatilität kam nicht mehr runter, damals bei 10, 11 um den Dreh oder sogar 9. Heute sind wir beim VIX im Bereich 19. Wir haben gestern sehr, sehr stark zugelegt, gerade die Tech-Werte, aber insgesamt die Vola eben nicht wirklich nach unten gekommen. Das ist einfach das Problem, das ich mit dieser Situation habe oder worum ich diesem Markt schlichtweg nicht so wirklich traue. Und es gibt andere, nämlich der Dollar, der sehr, sehr schwach ist. Wir erleben ein neues Verlaufstief beim Dollar-Index. Der Dollar wird abverkauft. Das ist für die Märkte erstmal ganz schick, sagt man sich. Schwacher Dollar ist vor allem für die Wall Street natürlich ganz gut, aber der schwache Dollar ist kein Problem, bis er ein Problem ist, und irgendwann wird er ein Problem. Wir haben gestern die 10-jährige US-Staatsanleihe bei 2,94% gesehen. Wenn der Anstieg dieser Renditen, der ja in einem Trend derzeit passiert, in den letzten Wochen, ja fast schon Monaten passiert, aufgrund der höheren Inflationserwartung, wenn das langsam geht, wenn das alles so Stück für Stück geht, dann ist das für die Märkte vielleicht okay. Wenn es schneller gehen würde, wäre es ein Problem, aber dennoch, die Märkte werden die 3%-Marke bei der 10-jährigen US-Staatsanleihe sehen, und dann muss man abwarten, wie die Aktienmärkte darauf reagieren. Geld wird teurer, Liquidität wird verknappt, die Finanzierungsbedingungen werden deutlich straffer. Das ist eigentlich das Thema, das hier der Fall ist. Die Realzinsen, also die Renditen der Anleihen minus Inflationserwartung, steigen auch weiter. Das heißt, man erwartet hier durchaus, dass wir in schwierigem Fahrwasser kommen werden an den Märkten. Schauen wir uns mal an, was die Asiaten hier rausgezaubert haben. Wir sehen den Nikkei 1,25% im Plus, obwohl der Yen weiter stark aufwertet, Dollar-Yen auf dem tiefsten Stand seit November 2016. Wir haben die Bestätigung jetzt, dass Kuroda weiter Notenbankchef bleibt in Japan. Das freut scheinbar die Japaner, respektive diejenigen, die an einer ultralaxen Geldpolitik interessiert sind. China geschlossen, Neujahr, daher fehlen natürlich weiterhin Impulse. Australien macht die Rallye nicht mit minus 0,08%. Was haben wir heute an Daten auf der Agenda? Die Baubeginne und Genehmigungen und dann das Verbrauchervertrauen 16 Uhr. Uni Michigan, das sind die Highlights. Nachdem wir gestern ja vor allem die Erzeugerpreise gesehen hatten, die über der Erwartung waren, die Preiskomponente beim Philadelphia Fed über der Erwartung. Also es wird jetzt ein bisschen ernster. Wenn sich das im Februar fortsetzt, was wir jetzt an Zahlen ja kürzlich aus dem Januar bekommen haben, dann wird dieses Thema Inflation ein großes Thema sein. So kann man sagen, okay, wir haben zwar jetzt höhere Inflationsdaten, aber wenn das im Februar alles wieder schon Geschichte ist, dann können wir uns entspannen. Das bleibt erstmal abzuwarten. Schauen wir uns die Charts an und gucken uns mal an, was da der Fall ist. Dann sehen wir hier den DAX, der gestern bei 12.480,85 in dieser Zone einen Doppeltop gebildet hat. Dann ging es nach unten. Wir dürfen eine aktuelle Indikation
ein paar Pünktchen höher reinkommen, 12.390, 85, so um den Dreh. Vorher waren wir schon mal vor einigen Minuten bei der 12.400er Marke, da muss er drüber, 12.480, dann über die 12.650, das wird alles andere als leicht. Wir haben jetzt diesen massiven Abverkauf, haben ziemlich zittrige Erholungen, also so richtig überzeugen kann mich dieser Chart vom DAX nicht. Schauen wir uns mal den S&P 500 an, der über seinen 50-Tages-Durchschnitt geschlossen hat. Aktuell wäre er bei 2736, damit schon wieder einen nächsten Schnaps höher sozusagen. Wenn wir uns mal hier den Vergleich zwischen dem DAX und dem S&P 500 anschauen, sehen wir, der DAX ist vorher weggekippt. Der hatte also eine Art Signalfunktion, eine Art Frühindikatorfunktion. Jetzt die starke Erholung beim S&P 500 hier, der Orangenchart, aber der DAX kommt da irgendwie nicht so richtig mit. Man würde sich nicht wundern, wenn Nikkei und DAX schlechter laufen werden angesichts der Stärke des Yen wie auch des Euro. Kleiner Hinweis noch zu Junk Bonds. Wir sehen hier, rote sind amerikanische Junk Bonds, die übrigens jetzt schon mehr Rendite abwerfen als Junk Bonds der Emerging Markets. Auch das etwas sehr Skurriles. Jedenfalls sehen wir hier den Junk Bond Markt zwar auch mit einer Erholung, respektive kommen also die Risikoprämien runter, aber diese Erholung ist nicht so schnell wie beim S&P 500, der hier der schwarze Chart ist. Schauen wir uns kurz den Dow Jones an, 25.285, 25.500, da begann der Radikalabverkauf, da ging es relativ zackig dann. Ich denke, es ist möglich, dass wir die 25.500 sehen. Chris Zwermann hat neulich in einem Video einen Chartvergleich gemacht mit dem Dow Jones 1987, damals ja der Crash, damals ging es 10% nach oben, 8% nach unten. 10% nach unten, 8% nach oben, so muss es heißen, und dann ging es nochmal richtig nach unten. Nach diesem Muster müsste der Dow Jones nochmal eben knapp über die 25.300er Marke kommen und wir hätten ein ganz ähnliches Muster wie 1987. Mal gucken, schauen wir uns den Nasdaq an, der am stärksten hier performt, wie gesagt, beste 5-Tage-Strecke seit dem Jahr 2011. Wir sehen den Euro weiterhin im Höhenflug, der Dollar wird abverkauft, 1,2550, wir sind über das Verlaufshoch rüber, das wir im Januar gebildet haben. Also neues Tief beim Dollar, neues Hoch beim Euro, den DAX völlig egal, wenn wir jetzt in Richtung 1,30 marschieren, Fragezeichen. Wir sehen den Dollar-Yen unter Druck unter der 106er Marke, sehen den Dollar-Index, neues Verlaufstief hier, nur noch knapp über der 88,20er Marke. Alles, was gegen den Dollar gehandelt wird, freut sich, so Gold 1,358. Silber bei 16,90 und auch Öl kann sich erholen, 61,70 $. Also möglicherweise setzen wir einfach diese Rallye noch einige Tage fort. Gar nicht ausgeschlossen. Das Problem ist nur, dass man im Hinterkopf behalten sollte, dass die Situation nach wie vor fragil ist und dass diese Propagandisten, die sagen, seid wieder sorglos, liebe Kinder, es war nur ein kurzer Ausrutscher, alles ist gut, dem sollte man nach meiner Auffassung misstrauen und sich eher vorbereiten, dass wir nochmal in Turbulenzen kommen. Die Geschichte zeigt es. Geschichte wiederholt sich nicht, aber Muster ähneln sich eben aus der Geschichte. Das ist genau der Punkt. Und jetzt wünsche ich einen wunderbaren Start in diesen Freitag. Bis dann, ciao.